Eine Viertelpaprika, eine große Zwiebel. Ups, da habe ich jetzt noch meinen Swatch. Egal. Genau, eine. Ich muss meinen Swatch Zutaten. Als erstes benötigen wir eine rote Paprika bzw. ein Viertel bis Hälfte. Dann brauchen wir Zwiebeln, entweder zwei kleine oder eine große. Dann eine Möhre. Dann zwei bis vier Kartoffeln. Dazu eine Knoblauchzehe. Dann weiße Bohnen. Natürlich könnte man auch trockene Bohnen nehmen, die über Nacht einweichen lassen. Aber weil ich es schnell haben muss, nehme ich immer entweder aus dem Glas oder weiße Bohnen aus der Dose. Und heute mache ich dann weiße Bohnen-Eintopf mit Würstchen. Für das Würzen, da nehme ich Salz oder Vegetta. Ich habe die Tüte Vegetta umgefüllt, da ist auch nicht mehr viel drin. Das ist eine Gewürzmischung. Anstatt dieser Gewürzmischung Vegetta kann man auch eine Brühe nehmen. Außerdem kommt noch ein bisschen Petersilie dazu, entweder frisch oder tiefgefroren. So, jetzt schneiden wir das Gemüse erstmal klein und dann wird es gegart. Es kann auch ruhig grob geschnitten werden, weil das Ganze wird sowieso hinterher, wenn es gekocht ist, püriert. Aber damit es einfach schneller geht, mache ich das Gemüse so klein wie möglich. Und je kleiner das Gemüse, desto schneller geht es gar. Jetzt kommt Wasser in einen Topf und zwar so viel, dass das Gemüse drin köcheln kann. Also es muss jetzt nicht komplett voll gemacht werden, denn hinterher werde ich Wasser sowieso nachgießen. Und jetzt kommt das ganze Gemüse in dem Wasser rein, in das Wasser, in der die das Wasser. Also Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika und das wird jetzt einmal richtig durchgegart. Jetzt habe ich das Gemüse einmal durchpüriert und das kommt jetzt wieder zurück in den Topf. Dann habe ich die Bohnen aus der Dose genommen, die Bohnen einmal in ein Sieb reingeschüttet, damit die
Flüssigkeit, die da drin war, einmal abgegossen wird. Dann habe ich Wasser einmal drüber laufen lassen. Ja, weil ich den Geschmack einfach nicht mag von dieser Flüssigkeit. Ich würze dann lieber selber. Und die Bohnen kommen dann jetzt in diese Gemüsesoße. Dann gieße ich noch ein bisschen Wasser hinzu, damit das Ganze auch bedeckt ist. Und dazu gebe ich dann noch eine Knoblauchzehe, die ich mit dem Presser einmal durchpresse. Knoblauchpresser nennt man die so? Knoblauchpresser? Knoblauchpresse, genau. Genau, Knoblauchpresse. Noch ein bisschen mehr. Ja, müsste reichen. Dann einmal umrühren. Dann tue ich noch einen Teelöffel Vegetta dazu. Wenn das zu wenig ist, kann man immer noch nachwürzen. Also lieber zu wenig reingeben und dann hinterher nachwürzen, als dass es nachher versalzen ist. Und das Ganze wird jetzt noch einmal durchgeköchelt. Dann ein bisschen nachwürzen mit Salz und Pfeffer. Ich lasse Pfeffer immer weg, weil meinen Kindern der Pfeffer zu scharf ist. Die mögen das nicht so gerne. Aber ich tue dann gleich noch ein bisschen Petersilie rein. Und dann kommen noch die Würste mit rein. Thank you.